Als dann der Druck nachließ, hat Ulbricht eine sehr viel raffiniertere Strategie in der Beseitigung der Kirche beschritten. Er hat die alte sozialistische Jugendweihe wieder eingeführt und hat sie politisch an der SED-Linie orientiert und gleichzeitig deutlich gemacht, das ist die Alternative zur Konfirmation. Und er hat es geschafft, die Konfirmation der evangelischen Kirche, also diese Feier beim Erwachsenwerden der Jugendlichen und dann die volle Mitgliedschaft in der Gemeinde, das war ja die Bedeutung der Konfirmation, diese Sitte zu zerschlagen, indem er die Bildungsmöglichkeiten für die jungen Leute an die Teilnahme an der Jugendweihe zur Voraussetzung machte. Und da vollzog sich dann der Einbruch. Die jungen Gemeinden wurden kleiner und die Volkskirche, wie wir uns damals noch verstanden, und auch mit gutem Grund, denn nach dem Krieg waren etwa über 90% der Bevölkerung Mitglieder der evangelischen Kirche gewesen. Jetzt durch diesen Druck wurden wir eine Minderheit. Und das begann in der Mitte der 50er Jahre mit der Einführung der Jugendweihe und natürlich einem darüber hinausgehenden Druck, der auf die jungen Leute ausgeübt wurde, aus der Kirche auszutreten, und eine Indoktrinierung, die das alte Motiv, das ja nicht von der SED erfunden worden war, Religion ist unwissenschaftlich, gehört zum Mittelalter, ist durch die Aufklärung überwunden, und wer da mitmacht, ist im Grunde von vorgestern. Das war so der Grundton der Indoktrinierung, die dann aber mit Druck noch verstärkt wurde. Wie entgegneten Sie dem als Pfarrer? Wie versuchten Sie, an die Jugendlichen heranzutreten? Ja, wir haben natürlich sehr grundsätzlich auf diese Strategie reagiert und kamen zu dem Urteil, meine Landeskirche, aber auch andere Landeskirchen in der Mehrheit, Jugendweihe und Konfirmation sind unvereinbar. Man kann nicht heute seine unbedingte Ergebenheit gegenüber einer atheistischen Regierung erklären und am nächsten Sonntag das Glaubensbekenntnis sprechen und sich zu eigen machen und Mitglied der Kirche bleiben. Dieser Widerspruch, den können wir nicht bejahen. Und wir erlebten dann aber, dass nur wenige diese Spannung durchhalten konnten. Das Raffinierte an dieser Strategie von Ulbricht war, dass er einen Keil zwischen Kirche und Elternschaft trieb. Denn die Eltern haben eine Verantwortung für die Erziehung der Kinder und für die Fortbildung und für deren Fortbildung. Und wir konnten ihnen aber keinen Mut dazu machen, beides zu tun. Ich habe das als junger Pfarrer erlebt. Damals war ich Pfarrer, waren wir, meine Frau und ich, Pfarrersleute in Wegeleben bei Halberstadt. Da kamen die konfirmanden Eltern in mein Arbeitszimmer und machten ein Sit-in und verlangten von mir, dass ich ihre Kinder konfirmiere. Und dann habe ich mit denen geredet, nicht? Und meine Frau saß nebenan und hörte durch die Tür alles, was da geschah, und hielt mir den Daumen, dass ich ja standhaft bleibe. Und ich habe dann mit denen geredet und mein Hauptargument war: Wollt ihr wirklich, dass eure Kinder zwiespältig aufwachsen, dass sie schon als junge Leute lernen, dass man zwar innerlich seinem Gewissen folgend, die Stimme seines Gewissens hört, nach außen oder das Gegenteil tut?
diese Aufspaltung der Existenz in eine private innerliche und eine angepasste öffentliche. Das ist die, ein Grundkennzeichen jedes totalitären Regimes. Und so auch der DDR. Und das ist der Tod politischer Verantwortung. Das war die innerste Krankheit dieses ganzen Regimes. Und das habe ich versucht, denen klarzumachen. Dem müssen wir widerstehen. Und ja, die haben sich dann, da nutzt man natürlich auch seine intellektuelle Überlegenheit. Ne? Das ist ja ist auch eine Form von Macht, die man ausübt. Ne? Und wir haben uns dann klar gemacht in der Kirche, nein, so können wir mit unseren Gemeindegliedern nicht umgehen. Ich habe es erlebt, dass in meiner Gemeinde eine Familie darüber zerbrochen ist. Ihr Vater war Kirchenältester, trug also Mitverantwortung in der Gemeinde und sie hatten einen einzigen Sohn, der war nun Konfirmand und dann ist die Mutter mit dem Jungen in den Westen gegangen und der Vater ist geblieben. Also die Familie ist über dieser Frage zerbrochen. Und ja, da stehen sie nun als Pfarrer, als Seelsorger vor solch einer Situation. Und wir haben dann gesagt, wir müssen einen Ausweg finden. Und wir haben dann eine Frist verstreichen lassen zwischen der Jugendweihe und haben gesagt, wenn ihr das nur äußerlich sagen wollt, um weiterzukommen, dann zeigt das damit, dass ihr euch weiter zur Gemeinde haltet, in der jungen Gemeinde mitmacht und dann könnt ihr nach einem Jahr konfirmiert werden. Das heißt, die vollen kirchlichen Rechte eines Christen in der Gemeinde, Wahlrecht, Patenrecht und sowas alles wahrnehmen. Und das war dann eine lebbare Entscheidung. Ja?